mag ja die Natur, ich radel da gern rum und ist auch gut fürs Herz-Kreislauf-System. Und da bauen wir jetzt quasi das Fahrrad, was auch in Zukunft für euch da draußen, für alle Gentlemen, die jetzt zuschauen, was sein könnte. So, willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Wir sind hier beim Fahrrad Eika in Karlsruhe. Marcel hat mich hierhin verschleppt, weil der Junge muss Cardio machen, der Junge braucht ein Fahrrad und nicht irgendein Fahrrad. Ihr wisst ja, ich habe meine 170, 180 Kilo. Das Fahrrad muss stabil sein. Und der Marcel kennt den Tobi hier. Seit Kindheit. Ist ein Kindheitsfreund von mir. Wir sind damals schon immer Biken gewesen. Seine Eltern bzw. er jetzt hat einen Fahrradladen. In Karlsruhe, jetzt habe ich gesagt, Dennis, komm mal mit. Tobi hat Ahnung, lass dich mal beraten. Ich habe schon wieder Ideen von, wir bauen einfach Deutschlands stärkstes Betonräder. Fahrrad, genau, wir betonieren die Reifen aus, den Rahmen aus. Jetzt gehen wir mal rein, sagen wir mit Tobi Hallo und dann fachsimpeln wir über Fahrräder. Also das ist der Tobi, dir gehört hier dieses wunderschöne Geschäft, ich habe schon geliebäugelt, so. Das wäre auch ein traumhaftes Gym, so. Marcel, gell, mach mal so. Und ich habe ja ein Problem, ich bin groß, ich bin schwer, Fahrräder sind nur auf der Stange bis zu 120 Kilo, immer so im 120, 130 Kilo, genau. Ist so das Maxbelastung, genau. Logischerweise gibt es halt keine Fahrräder drüber, weil einfach nicht so viele Menschen schwer sind. Mhm. Und wenn sie schwer sind, fahren sie kein Fahrrad mehr. Mhm. Das heißt, könntest du mir dann ein Fahrrad bauen, was für mein Gewicht ausgelegt ist? Es gibt immer Möglichkeiten für alles. Okay, okay. Das ist nicht ganz so einfach, aber... Okay, dann gucken wir jetzt einfach mal, was für Materialien da genommen werden. Genau. Und wo wir da so Reifengröße, Rahmenhöhe und was du mir da empfehlen könntest. Wo fangen wir denn an? Hast du was für einen Ausstellraum, wo man drüber guckt? Wir können mal schauen über Tracking-E-Bikes, die schon ein bisschen verstärkt sind. Es gibt Mountainbikes, die extra verstärkt sind. Und da können wir mal ein bisschen mitspielen und kannst du was zeigen. Dann schauen wir mal. Justin, du kommst einfach mit, oder? Mach. Auf geht's. Führe uns durch deine heilige Halle. Genau. Also das sind jetzt schon verstärkte Fahrräder, die du auf Lager hast? Genau, es gibt standardmäßig schon von Herstellern, die sich da ein bisschen drauf spezialisiert haben, verstärkte Modelle. Mhm. Da achten die natürlich einmal auf den Rahmenbau. Das heißt, dass die gesamten Querschnitte von den Rohren einfach verstärkt sind. Okay. Die Materialdicke ist einfach mehr. Mhm. Das heißt, auch mehr Material gibt mehr Halt im Sommer. Wenn ich jetzt kurz einhaken darf, da besteht ja die Herausforderung, das Fahrrad dennoch leicht zu halten. Mhm, genau. Na, da gibt es natürlich dann auch wieder diese Herausforderung, wie du es schon sagst, stellt natürlich die vor ein Problem. Wir müssen natürlich gucken, wie kriegen sie das alles in Einklang. Ja. Leichtes Fahrrad, das trotzdem stabil ist. Und da arbeiten die halt auch mit Aluminium als Beispiel, als Werkstoff, den aber speziell im Rahmen gezogen, dass der natürlich entsprechend verdrehsteif wird. Also da kann man viel tun. Ich habe ja gemerkt, wenn ich Fahrrad fahre, wirklich den Berg hoch und ich muss aus dem Sattel raus und wirklich mal mit Gewicht im Stehen treten, ist man da unten halt alles. Du merkst es, wie ein Fahrrad sich verwindet. Genau. Deswegen, ich könnte mir ja irgendein Fahrrad holen, ne? Und müsste es dann wirklich so auf 30-40% fahren, ohne dass ich mal irgendwie in den Cardio-Bereich komme. Ne? Deswegen sind wir hier und dann jetzt gucken wir uns einfach mal an, was wir hier so haben. Mhm. Also das sind so Trekking. Würde ich jetzt sagen, passt jetzt nicht so zu mir. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht jetzt auch nicht so cool, das Ganze. Ne? Das musst du immer sehen. Muss schon ein bisschen brachialer aussehen. Ne? Genau. Das dann zeig mir mal was du so von der Form hast. Jetzt gehen wir mal zu den Mountainbikes. Weil ich will ja auch ein bisschen über Stock und Stein. Ne? Ich muss ja eins sagen, ich bin ja früher Fahrrad gefahren als kleiner Bu. Ne? Aber die Fahrräder jetzt, die wirken ein bisschen abstrakter. Ne? Sie sehen so länger gezogen. Mhm. Wenn man so sieht, der Sattel höher, das Lenkrad. Ja.
und eine extreme Dämpfung. Und das ist jetzt auch ein E-Bike. Ne? Das ist jetzt sogar ein E-Bike, genau. Allgemein beim Mountainbike ist es so, die sind ja dafür gebaut, um über Stock und Stein zu fahren, auch mal eine Stufe zu springen. Dadurch ist der ganze Rahmen schon von Grund auf robuster gebaut. Du siehst hier diese ganzen Holme, was hier gemacht sind, ist alles massiver schon ausgelegt, dass die mehr halten. Und trotzdem noch, in Anführungszeichen, leicht. Ja. Das musst du immer betrachten. Man hat natürlich auch die Felgen verstärkt, auch die Bremsanlage ist verstärkt. Das heißt, dass du, wenn du mal in Schwung gekommen bist, dass das Fahrrad aber das sicher verzögern kannst. Was wiegt das Fahrrad? Bei einem E-Bike in der Kategorie sind wir jetzt knapp bei 25 Kilogramm. Das so als Frontholder halten, als Disziplin, wäre nicht schlecht. Eine Option. Ich habe schon Marcel gesagt, dass man vielleicht im Sommer, wenn du mal einen Tag der offenen Tür ist, hier einen kleinen Wettkampf vor der Tür machen. Das müssen wir auf jeden Fall angehen. Oder in der Innenstadt, da wo du einen anderen Laden hast. Da machen wir schon ein bisschen, was. Sehr interessant. Ja. Ich muss dir aber sagen, da ich ja für den Cardio-Bereich was suche, E ist nicht so. Also ich will wirklich strampeln. Also ich gehe nicht mit dem Trend. Ne? Ja. Geht ja auch, denke ich mal. Ne? Was ich dir auch für dich empfehlen würde, weil so eine Federgabel natürlich auch trotzdem immer nur bis zu einem gewissen Gewicht funktioniert und auch dauerhaft gut funktioniert, würde ich dir für dieses stabile Fahrrad, das ich dir dann zusammenstelle, empfehlen, dass wir ohne Federgabel arbeiten, dafür mit breiten Reifen, die wieder eine Dämpfung erzielen. Ah, durch den Querschnitt. Ne? Genau. Dann hast du einfach auch dauerhaft Spaß dabei im Fahrradfahren. Ah, also nicht, dass dir irgendwas versagt unterwegs, das macht ja auch keinen Sinn. Wenn sich jetzt jemand interessiert, wenn jetzt jemand das Video sieht und sagt, hey, kann der herkommen und sich von dir beraten lassen und du stellst du individuell Fahrräder zusammen für die Menschen? Genau. In diesem Sinne mache ich da eine spezielle Zusammenstellung, eine Konfiguration auf die Wünsche von dem Benutzer und dann schauen wir zusammen, was können wir da bewerkstelligen. Oh, also wirklich so ein Custom-Fahrrad. Genau. Weil das ist einfach, du bist nicht von der Stange, ne? Ja. Das muss man einfach betrachten und da braucht man halt ein bisschen eine spezielle Ab und zu habe ich das Gefühl, ich fall von der Stange, aber so. Nee, das hört sich mega an. Also gehen wir quasi jetzt so ein Projekt ein, wir bauen bis Richtung Frühjahr ein Fahrrad, was vielleicht auch du dann listen könntest für Leute, die schwerer sind. Genau. Die sagen, hey, ich möchte das Kohlrus-Bike haben oder. Genau. Und dann kommen die hier vorbei. Das finde ich mega. Das ist ein mega, mega Projekt. Erst mit den Klamotten, jetzt kriegen endlich die großen Jungs Klamotten, jetzt kriegen die großen Jungs auch Fahrräder. Ne? Genau. Willst du dich mal auf eins draufsetzen? Ja. Was schon mal so ein bisschen stabilere Bikes sind, genau. Da vorne die Kohlrus steht. Was bei dir natürlich wichtig ist, das sieht man jetzt bei dem Bike hier, es kommt natürlich auch die Gesamtgröße drauf an. Das sieht jetzt aus wie ein Kinderfahrrad für dich. Ne? Schön leicht, ne? Das ist ja faszinierend. Ja, aber du musst natürlich auch sehen, es muss angepasst sein an deine Körperstatur. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du musst immer bedenken, du musst natürlich von der Ergonomie auch sicher und gut drauf sitzen, dass du lange auch Spaß hast. Quasi, wir stellen es dann auch gemeinsam ein, dass dann alles richtig läuft und so, ne? Und da muss man die Größe betrachten. Du kannst sie gerne mal draufsetzen, dass du es mal siehst, wie sich das hier sozusagen verhält. Aber für deine Statur, für deine Oberarme, für alles muss es angepasst sein. Da ich ja so aus der Welt des Kraftsports komme, verbinden wir immer Gewicht mit Sicherheit. Was schwer ist, ist stabil. Ja. Das ist jetzt so leicht, wo ich mir denke, okay. Hält das aber aus? Ne? Erstmal ist es so, erstmal ganz robust. Ja. Du siehst hier diese Federgabel, die ist jetzt geblockt gewesen. Ne? Wenn die mal lose ist, dann sackt die eigentlich schon fast weg. Ne? Okay, also bin ich jetzt schon. Fast schon im Anschlag. Man könnte sie zwar noch in etwas auffüllen, aber es ist eigentlich schon die Grenze erreicht. Also viel mehr darf ich hier gar nicht mehr aufpumpen. Es hört sich halt so an, als bleibt hier kein Wunsch unerfüllt. Ne? Du kannst wirklich alles individuell anpassen. Genau. Du kannst wirklich, wenn ich jetzt schon höre, Dämpfer befüllen. Ne? Früher meine Fahrräder, was man da aus dem Real rausgehabt hat oder nach einem feuchtfröhlichen Disco-Besuch irgendwo das Fahrrad gefunden hast und heimgefahren bist. Ne? Ja. Die hatten sowas nicht. Ne? Ja. Hier hat man alles Mögliche als Varianten. Nur musst du immer bedenken, macht es für dich jetzt Sinn, wenn ich das alles hier reinpacke? Also ich möchte nicht so über Stock und Stein, dass wir das jetzt. Also ich lege viel mehr Wert auf Stabilität, dass wir da sauber fahren. Du sagst, dass man auch länger dran Spaß hat. Ja. Na? Und da gilt es einfach drauf zu achten. Und die Stellschrauben, die nehme ich jetzt und dann konfigurieren wir zusammen ein schönes Fahrrad hier für dich. Schön. Schön. Hast du schon mal so einen Rahmen da, wo man sagen könnte, der geht so in die Größenordnung, dass man das so sieht? Oder ist es jetzt komplett Neuland? Das ist jetzt komplett Neuland. Wow, so lagern habe ich das noch nicht. Das kommt jetzt erst. Und da bin ich selbst so ein bisschen drauf gespannt. Okay. Ich habe jetzt mit dem Hersteller mal gesprochen, wie das aussehen kann. Der hat mir das auch entsprechend schon mal ein bisschen mal am Computer vorkonfiguriert, aber mehr noch. Wenn es jetzt der Hersteller ist, ist das Handarbeit? Ja.
Das ist noch also, absolute Handarbeit. Okay. Genau. Weil das wird auch bei denen dann nicht von der Stange produziert, sondern die konfigurieren das dann nach meinen Vorgaben und bauen das dann für dich dann auf. Wow, Justin. Das hört sich vielversprechend an. Ja, also jetzt, ich bin gerade ein bisschen baff, weil das wird ja wirklich für mich angefertigt. Genau. Das wird so einzigartig. So wie du auch bist. Ja, es gibt noch schwerere wie ich. Ne? Ich find's, also das finde ich toll, das finde ich mega. So, das soll es ja sein. Also wir kommen jetzt zum größten Problem, was das Fahrrad mit sich bringt. Das ist der Sattel. Ihr wisst, ich bin schwer. Und ich saß ungefähr vor einem Jahr mal auf einem Fahrrad und da hatte ich echt Probleme. Aber Tobi, glaube ich, wird wissen, was für einen Sattel man nimmt, damit ich zumindest mal eine halbe Stunde am Stück Fahrrad fahren kann. Ne? Ja. Da geht es in welche Richtung? Das ist so Gel, ne? Das sind so Gel. Jein, es gibt mittlerweile spezielle Sattelformen. Das grundlegend Wichtige ist, du musst bedenken, wo deine Sitzknochen auf den Sattel auftreffen. Okay. Wenn das nicht stimmig ist, dann kriegst du immer nur Schmerzen beim Fahren. Die Sitzknochen müssen gut auf dem Sattel drauf sitzen, nicht irgendwie an der Kante sein oder nicht irgendwie auseinandergezogen werden künstlich vom Sattel. Okay. Wenn das alles passt, dann kannst du auch dauerhaft gut fahren. Okay. Da gibt es spezielle Sättel, wie wir sie hier haben, die haben einfach einmal verschiedene Zonen, verschiedene Breiten. Das bedeutet, wo dein Sitzknochen später im Becken aufliegt. Gleichzeitig sind es diese Sitzbeinhöcker. Genau, die Sitzbeinhöcker. Genau. Die sind bei uns auch ein Thema, weil viele haben auch das Becken ein bisschen verschoben. Richtig, und so. Genau. Und da muss das alles stimmig sein. Ne? Da gibt es sogar welche, die haben hier ein Gestell drin, das flexen kann. Das kann sozusagen nach links und rechts kann es ausweichen. Um deine Beckenschiefstellung etwas auszugleichen. Nein. Und gleichzeitig beim Pedalieren natürlich auch ein bisschen auszuweichen. Dass du dann das ist wie so ein Autositz, der so ein bisschen mitgeht in der Richtig, Kurve. Richtig, genau. Ist aber erstmal eine ganz schöne Gewöhnung, weil es recht hart ist, der Sattel. Soll aber auch so sein, dass du nicht einsinkst. Das ist der allgemeine Alarm, was jetzt gerade losgeht, was wir heute gesagt haben. Ach, stimmt ja. Das ist der Probealarm. Komm du mir jetzt nicht hier mit Schwurblerei und irgendwelchen Verschwörungen. Der internationale Warntag. Der internationale Warntag. Doch, die haben schon nationale. Ja, nationale. Jetzt sind wir alle vergiftet jetzt. Aber es funktioniert anscheinend. Ja, aber wie? Also Tobi, wir wagen uns jetzt hier in Neuland, genau. Ne, in unerforschte Gewässer. Mit diesem Fahrrad. Wie gesagt, ich will jetzt im Cardio-Bereich mehr angreifen. Ich mag ja die Natur, ich radel da gern rum und ein bisschen so ne, in der Gegend. Ist auch gut fürs Herz-Kreislauf-System. Und da bauen wir jetzt quasi das Fahrrad, was auch in Zukunft für euch da draußen, für alle Gentlemen, die jetzt zuschauen, was sein könnte, damit ihr lange, dauerhaft und nachhaltig Spaß haben könnt an diesem Fahrrad. Genau. Das heißt, du tust dich jetzt da mit dem Hersteller zusammen, fragst, was der Sache ist und dann kommen die ersten Bauteile und dann kommen wir einfach mit der Kamera wieder vorbei und gucken, wie das so entsteht. Genau, ich habe jetzt eine Bedarfsanalyse, ich weiß, was du brauchst und jetzt gehen wir ins Detail, das mache ich aber für mich und ich gebe dir wieder Bescheid, sobald ich weiß, wie genau es weitergeht vom Hersteller aus. Mega, danke, vielen Dank. Coole Sache. Und ich glaube, du zauberst da was richtig Feines. Denke ich auch. Na. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was es für eine Farbe haben wird, ne? Oder wie es ungefähr aussieht. Oder wir machen dann ein Gewinnspiel drüber und die Leute sollen einfach mal später schätzen, was es wiegt. Ne? Und wer am nächsten dran ist, da denke ich mir was Hübsches auf. Die sollen mal schätzen, was es wiegt. Schreibt es in die Kommentare. So, Tobi, wir haben jetzt nur ein Problem. Ja. Eigentlich ist es kein Problem. Die Gäste meiner Videos verabschieden immer traditionell den Zuschauer oder die Zuschauer. Mhm. Also fühl dich frei, sag was du willst, schieß los. Also ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Dennis und bin mal gespannt, was dabei rauskommt und wie zufrieden er sein wird. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim weiteren Vorgehen.